persönlich. Ich werde mir jetzt mal gleich meinen Kaffee machen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde. Ich bin gestern viel zu spät ins Bett und Claudia und ich, wir waren gestern Abend noch aus. Wir hatten Date Night und das machen wir jetzt ja selten in letzter Zeit, seit Olivia da ist. Aber Claudias Mama ist gerade zu Besuch, die hilft uns die Woche. Ihr hört schon die Olivia. Und deswegen haben wir dieses Mal ausgenutzt und waren gestern eben auf Date Night. Und boah, ich habe 1,5 Gläser Wein getrunken. Ich weiß, ihr dacht jetzt 1,5 Gläser, aber ich trinke ja so selten, also eigentlich fast nie. Und ich spüre es halt total. Deswegen starte ich heute mal nicht mit Sport in den Tag, sondern mit einem Kaffee und mit Olivia spielen. Ja, und dann werde ich, glaube ich, meine Dankbarkeitsroutine und meine Meditation in Ruhe machen und dann startet der Morgen heute mal ein bisschen ruhiger. Aber ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit, zeige euch, was ich so mache. Da liegt übrigens die kleine Maus. Oh wow. Oh mein Gott. Hier schaut's aus. Man sieht, hier wird gespielt. Ich trinke genüsslich meinen Kaffee und dann mache ich meine Meditation, wenn möglich. Frühstück für Olivia und mich und ich mache hier Baked Oatmeal, beziehungsweise das habe ich schon gemacht vor 2 Tagen. Das war noch im Kühlschrank. Lässt sich eben auch voll gut aufbewahren. Das ist das Gute dran. Das findet ihr in meinem Buch. Was ist denn? Nein. Ah, das ist ein Baked Oatmeal. Das ist das Bratapfel-Chai-Oatmeal. Das ist auch super lecker. Und das hier ist das Bananen-Oatmeal, das ich gemacht habe. Ich habe nur die Schokostücke habe ich durch Blaubeeren ersetzt, damit Olivia es auch essen kann. Und da ist Ahornsirup drin und den habe ich einfach durch ein bisschen mehr Milch ersetzt. Und somit kann Olivia es auch essen. Das mache ich uns jetzt. Wir waren jetzt gerade kurz draußen im Café und haben... oh Gott, mein T-Shirt ist so zerknittert. Ich habe leider kein Bügeleisen und keinen Steamer. Ich glaube, den sollte ich mir mal zulegen. Genau, wir haben jetzt Olivia bei Claudias Mama abgegeben. Die ist ja gerade zu Besuch. Bis morgen noch hilft uns die Woche ein bisschen. Wir haben uns dann eben im Café getroffen. Ich habe noch einen Kaffee getrunken und dann ist jetzt Olivias Mama, Claudias Mama ist mit Olivia spazieren so. Und ich habe jetzt 2 Calls, deswegen brauche ich ein bisschen Ruhe. Ich muss mich jetzt mal schnell noch zu Ende fertig machen. Hier bin ich fertig gemacht und hier nicht. Aber das mache ich jetzt schnell noch. Ich wollte euch mal zeigen, was hier auf mich wartet. Das ist ein ganzer Stapel an Rechnungen. Also das sind so Sachen, die müssen auch gemacht werden. Und das mache ich regelmäßig, weil ständig so viel Post ankommt. Das sind so die Sachen, die ehrlich gesagt nicht so viel Spaß machen, aber halt auch dazugehören. Ihr wisst ja, ich liebe meinen Job im Großen und Ganzen total. Und mir macht es so viel Spaß, was ich mache. Aber es gehören natürlich auch solche Sachen dazu, wenn man ein Unternehmen führt. Und das sind einfach so... ja, so Sachen, die mir persönlich einfach keinen Spaß machen, die aber halt gemacht werden müssen. Deswegen, eat the frog. Ich fange jetzt damit mal an und arbeite die als erstes ab, bevor ich noch meinen Call habe. Und dann habe ich schon den ersten Call für heute. Ich habe jetzt einen Call mit Park und Julia. Julia ist gerade in Barcelona und arbeitet von da aus. Richtig cool. Und wir haben gerade ein paar Sachen besprochen. Da kommt nämlich ein, ja, ich darf ja noch nicht verraten, was wir hier machen, aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, was im September kommen wird, an dem wir gerade intensiv dran arbeiten. Und wir sind eigentlich gerade echt ganz gut vorangekommen. Ja, mache ich jetzt Mittagessen. Die 2 sind gerade vom Spaziergang wiedergekommen. Also Claudias Mama und Olivia. Da gibt es auch noch ein bisschen Karottenbrei. Den mache ich jetzt hier in meinem Flaschenwärmer warm. Der ist echt goldwert, dieses Ding. Ist echt praktisch. Und dazu gibt es ein bisschen Karotte. Die hatte ich vorgestern gemacht. Die mache ich jetzt einfach nochmal ein bisschen warm. Habe ich mit so einem speziellen Wellenschneider geschnitten. Das ist extra für Babys. Oder nicht extra, aber das ist ganz cool für die Babys. Das Teil hier. Und dazu gibt es ein bisschen Hummus. Der von Florentin, den mag sie echt ganz gerne. Ich war voll überrascht, aber sie findet Hummus richtig lecker. Also mega sweet. Olivias Essen soweit. Also ich habe einfach noch ein bisschen Cashew-Mousse hier von dem über die Karotten und den Fenchel gemacht. Bisschen Hummus. Mini bisschen, mehr ist sie nicht. Und für mich gibt es auch als Snack noch ein bisschen Karotten und Hummus. Das warte ich noch, bis der Brei fertig ist und dann kriegt sie das gleich. Sie heute nicht so geheuer, da hat sie schon drin rumgegrapscht und so ganz komisch geguckt. Mal schauen, also sie ist auch echt so unterschiedlich. Manchmal isst sie den ganzen Teller auf, manchmal gar nichts. Ich habe hier übrigens schon gut was von dem Stapel geschafft. Also es ist fast alles abgearbeitet. Ich bin richtig stolz auf mich.
fertig gemacht. Wir gehen nämlich jetzt Mittagessen. Wir treffen Claudio in so einem Restaurant bei so einem Italiener und schnell was essen. Er fährt danach nach Köln. Ich gehe ins Büro. Claudios Mama und Olivia sind schon unten. Ich brauche natürlich immer länger. Wie immer. Wir sind jetzt hier im Restaurant. Das ist ganz süß. Ich hoffe, er hört mich überhaupt. Claudio hat schon seinen Koffer dabei, weil er dann gleich nach Köln geht. So, und wir setzen uns jetzt hier hin. Das hier ist die Karte und das Problem ist, ich habe gerade mal durchgeschaut, es gibt ungefähr nichts ohne Fisch oder, also nichts in vegan oder glutenfrei. Also es gibt Nudeln, aber ich vertrage ja keine Nudeln. Mit ein bisschen schwierig. Eigentlich wollte ich irgendwie ein bisschen Gemüse oder so. Mal schauen, was ich hier nehme. Vielleicht bestelle ich mir so ein bisschen, zum Beispiel hier dieses Insalatathon und Avocado und bestelle einfach nur so einen Avocado-Salat mit ein bisschen Gemüse. Also ich mixe mir da auch oft im Restaurant so ein bisschen selbst die Sachen zusammen, aber ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, die Karte tatsächlich. Mein Essen ist jetzt gekommen, Olivia sitzt bei Claudio auf dem Schoß und ich habe jetzt den Salat mit Avocado, ich kriege dazu noch Gemüse, sonst wäre es mir ein bisschen zu wenig, aber ich habe eh zum Glück ja schon Praline gegessen. Olivia, die zieht gerade voll an mir, nicht so happy gerade und die Teller solltet ihr wahrscheinlich kennen. Das ist eine Restaurantkette hier und die haben immer diese Teller und aus einem dieser Laden habe ich die mal entdeckt bzw. fand die so schön, deswegen habe ich mir die ja auch bestellt. Wir sind jetzt hier nochmal weiter in einem Café. Ich nehme einen Hafer-Cappuccino und trinken jetzt hier noch einen Kaffee. Ganz süß hier. Mein Cappuccino kam jetzt gerade. Claudio hat jetzt seinen Laptop noch ausgepackt und arbeitet von hier aus ein bisschen. Und ich werde jetzt dann gleich endlich mal ins Büro gehen. Ich will ja schon seit Ewigkeiten gehen, aber ja, irgendwie vergeht die Zeit gerade so schnell. Ein kleines Snack. Ich glaube, es lag daran, dass ich einfach irgendwie nicht so viel gegessen habe, beziehungsweise dass die Portion nicht so groß war. Ihr wisst ja, ich esse immer sehr viel und gerne und ich bin einfach auch ein hungriger Mensch, muss ich einfach sagen. Eine Scheibe von dem Honig-Sesambrot mit ein bisschen Hazelnut-Spread. Ich glaube, das ist sogar echt unser oder mein Lieblingsprodukt von uns. Ja, es geht einfach nichts über den Hazelnut-Spread, vor allen Dingen, weil ich einfach früher das größte Nutella-Monster überhaupt war. Jetzt eine Scheibe machen, dann setze ich mir nochmal einen Laptop und dann muss ich auch noch einkaufen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel im Kühlschrank. Ich wollte heute Abend kochen. Ich mache jetzt übrigens Hafer-Pancakes. Das sind also salzige Pancakes, mal keine süßen zur Abwechslung. Die habe ich jetzt schon öfters gemacht. Ich habe das Rezept auch schon mal auf Instagram geteilt. Ich schreibe es euch hier aber gerne unten auch nochmal rein. Und da kommt jetzt auch noch ein bisschen, stimmt, das wollte ich eigentlich noch reinmachen. Da kommt jetzt noch ein bisschen Petersilie dran, aber ich glaube, ich mache eine Hälfte ohne und eine Hälfte mit. Kann man zum Beispiel auch noch eine Banane dran machen. Das ist echt super praktisch, das Rezept. Und die werde ich jetzt schnell machen. Und dazu gibt es dann, glaube ich, ein bisschen Pesto. Das ist selbstgemacht, das von meiner Oma. Für mich, für Olivia, gibt es was anderes dazu, aber das zeige ich euch dann. Das sind jetzt hier die Pancakes. So sehen die aus. Und Olivia mag die echt gerne. Und ich im Übrigen auch. Schau mal. Das ist ja skeptisch, aber so wie ich sie kenne. Yes. Also bei Olivia kam es gut an. Sie hat schon fast alles gegessen. Also super. Zur anderen Hälfte kommt jetzt ein bisschen Koriander dazu. Und wenn ihr es nicht für ein Baby macht, dann könnt ihr es natürlich auch salzen. Also ich werde jetzt den Teil salzen. Obwohl, ich glaube, ich werde ihn nicht salzen, weil ich glaube, Olivia mag die auch ganz gerne mit Koriander. Aber wenn ihr kein Baby habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall auch echt salzen. Ja, ich salze es jetzt eben nur nicht, weil Olivia mit ist. Und so sehen jetzt die mit Koriander aus. Und ich finde, die schmecken nochmal einen Ticken besser. Also ich mag das da drin. Claudius Mama ist jetzt wieder im Hotel. Ich mache mir jetzt noch einen Snack. Machen wir ein bisschen Sojajoghurt und weil ich euch ja heute keine Samples gezeigt habe, weil ich ja nicht im Büro war, gibt es die jetzt hier. Das ist, oh Gott, schaut aus, echt, wenn ich das in die Kamera halte. Aber ihr könnt euch ja schon denken, was es ist. Ja, es ist ein Pulver, was wir gerade auf, wie sagt man, Herz- und Nieren testen, sagt man das so. Sojajoghurt und da kommt jetzt ein bisschen was von dem Pulver mit dazu. Übrigens ist meine Haut momentan echt nicht so toll, also... Seht ihr das? Ja. ich glaube, es war irgendwie so ein bisschen so der ganze Stress vom Wochenende, beziehungsweise irgendwie so viel los. Und dann waren wir das Wochenende auf der Messe und dann war ich den ganzen Tag mit Maske. Und ich merke dann immer, dass meine Haut direkt schlechter wird. Und irgendwie habe ich auch wenig getrunken, Stücke gelobt und zack, macht sich das mit meiner Haut bemerkbar. Und wenn wir irgendwie viel auswärts essen, aber ich mache mir jetzt gleich noch eine Maske drauf und dann chill ich mich auf die Couch, schau mir was an und dann gehe ich schon ins Bett. Super spannend, aber ja, so viel passiert ja tatsächlich heute nicht mehr. So schaut das jetzt hier aus. Seht ihr das?
noch ein bisschen was von dem hier drüber. Das kann ich echt sehr, sehr, sehr empfehlen. Das ist ein Paleo-Müsli. Müsli ohne Getreide und ohne Palmfett. Ich benutze das immer nur so als Topping, also nicht als wirkliches Müsli, ehrlich gesagt. Das ist vom Rossmann, eine Eigenmarke. Ich mache mir das halt immer einfach so ein bisschen drüber. Und da sind so Sonnenblumenkerne, Kokoschips sind drinnen, Cashewkerne. Also ist echt sehr, sehr lecker. Ich habe mich gerade besser als erwartet. Noch besser als erwartet. Also ich wusste, dass es gut schmeckt, aber irgendwie gerade noch besser. Jetzt abgeschminkt. So sieht übrigens meine ungeschminkte Haut momentan aus. Ja, war auch mal besser, aber wie gesagt, ich weiß halt, woran es liegt. Ich weiß, was ich machen muss, worauf ich achten muss. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, so eine Maske hier drauf. Diese hier von Jungglück. Mag ich super gerne. So eine Tonerde-Maske ist das. Ja, könnt ihr auch mit Pinsel aufschreiben. Ich mache meistens irgendwie immer alles mit der Hand. Da. Mache ich voll oft abends drauf. Früher habe ich die immer morgens drauf gemacht, aber dazu habe ich momentan keine Zeit mehr. Jetzt kommt sie mal abends drauf. So. Und ich glaube, ich beende jetzt an dieser Stelle auch mal den Alltagsvlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte, ist, dass dieser Tag jetzt einfach ein bisschen anders war als die anderen. Also normalerweise ist eigentlich jeder Tag anders. Aber heute ist einfach so nicht nach Plan gelaufen. Aber das passiert irgendwie auch und das gehört dazu. Also so einen Tag habe ich auch mal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.